Ich habe mir den Make Taupunktlüfter nachgebaut. Das ist diese kleine Platine hier. Da ist ein Arduino drauf und dann werden noch zwei Temperatursensoren angeschlossen und ein Display. Und der misst drinnen und draußen Temperatur und Luftfeuchtigkeit, vergleicht die, berechnet die absolute Luftfeuchtigkeit und kann dann zum Beispiel so einen ganz günstigen Badezimmerlüfter anschalten und auf die Art und Weise Räume kostengünstig trockenlegen. Zum Beispiel euren nassen Keller. Ich will das gute Stück aber gar nicht für diese Werkstatt tatsächlich nutzen, sondern für meinen zweiten Raum, der hier in diesem wunderschönen Glaskasten steckt. Das ist ja ein bisschen zweite Werkstatt und natürlich auch Abstellraum. Und dieser Raum hat immer eine viel zu hohe Luftfeuchtigkeit. Im Moment sind das 82% bei 15 Grad. Das ist natürlich viel zu viel und ich möchte gerne deswegen diesen Badezimmerlüfter da oben einbauen. Die Blende, die davor war, habe ich schon abgeschraubt und jetzt gibt es hier dieses Brett. Wenn ich da ein Loch reinmache, dann kann der Lüfter das da durchpusten und hier ist jede Menge Platz für die Elektronik. Damit das da nicht so blöd aussieht, werde ich mir also in diesem Video ein schönes Gehäuse bauen, was dann da oben hin kann. Bevor ich das mache, muss ich aber erstmal das Chaos in der Werkstatt beseitigen. Das sieht doch schon besser aus. So, ich habe im Materiallager gesehen, hier steht auch noch so ein Fichtebrett, was eigentlich wie gemacht dafür ist, so ein Gehäuse dafür zu bauen. So, diese Lücke hier ist 72,7. So, 72, nee, was habe ich gesagt? 72,7, Dankeschön. So, ich habe gleich zwei Stück gemacht und die kommen jetzt so im Winkel aneinander. Keine Ahnung, was ich verkehrt gemacht habe. Der Kreis ist leider nicht mittig auf meinem Brett gelandet. Und hier hat es auch einen kleinen Rupsi gegeben. Aber wenn ich hier noch einen Streifen ansetze und das dann hier genau andersrum verleime, passt das trotzdem. Jetzt bin ich natürlich gespannt, ob der Lüfter auch wirklich reinpasst. Was soll ich sagen? CNC-Fräsen ist einfach so geil. So, jetzt kann ich mich mit den Einbauten beschäftigen. Der Lüfter sitzt ja hier und passt da wirklich sehr geil rein. Und für die ganze Elektronik habe ich jetzt mir einfach zwei von diesen Boxen besorgt. Eigentlich, laut Anleitung, passt das alles in eine. Ich habe aber ein größeres 5-Volt-Netzteil. Deswegen nehme ich jetzt einfach zwei nebeneinander. Platz genug habe ich ja. Und ich kann das jetzt ein bisschen auseinandersortieren. Ich kann nämlich jetzt die ganze 230-Volt-Verkabelung in eine Box machen. Und alles, was Niedervolt ist, kommt in die andere Box. Das heißt, wenn ich da mal ran muss und... Ich weiß auch nicht, ob es wirklich einen Vorteil hat. Ich bilde mir ein, es hat einen Vorteil. Jetzt brauche ich einen Ausschnitt für das Display und für zwei Schalter. Einen für Power und einen für Umschalten zwischen Automatik und einfach Dauer an. Und dann kann ich eigentlich die ganze Elektronik einbauen. Wow, ist das hässlich. Das geht so nicht. Das muss irgendwie anders werden. Ich werde jetzt mal versuchen, den Bereich hier mit der CNC-Fräse wegzufräsen, aber die CNC-Fräse manuell zu bedienen und mir kein CNC-Programm zu schreiben, habe ich noch nicht ausprobiert, will ich schon ganz lange ausprobieren und das ist der richtige Job dafür. Weil angezeichnet habe ich es ja, das jetzt auszumessen, den Computer zu übertragen, wäre total umständlich. Ich habe das Brett jetzt in der CNC-Fräse eingespannt und ich habe so einen Controller und wenn ich dieses Handrad drehe,
dann bewegt sich auch die Fräse und ich sehe auf dem Controller sogar Werte, wo sich die Fräse gerade befindet. Und damit müsste ich jetzt theoretisch in der Lage sein, das auszufräsen. Nur so, wie ich es aufgespannt habe, funktioniert es nicht, weil dann würde jetzt hier die Fräse gegen das Holzstück fahren. Muss es nochmal drehen. Also es hat funktioniert, aber das hat ewig gedauert. Ich habe auch nicht wirklich was gesehen, weil die ganze Zeit die Absaugung im Weg war. Das wäre viel, viel schneller gegangen, wenn ich das einfach freihand mit der Oberfräse gemacht hätte. Für so große Teile in Holz, Blödsinn. Für kleine Teile in Aluminium kann ich mir das durchaus vorstellen. Ich mag sowas auszuprobieren, wenn es nicht so drauf ankommt. Das ist jetzt sowieso die Rückseite, sieht man nicht. Jetzt weiß ich, vom Prinzip funktioniert's. Nur für das Teil war es Quatsch. Ja, Sensorfehler bei Sensor Nummer 1. Was ist das Problem? Naja, ich habe Klinkenbuchsen verbaut, weil ich dachte, es ist ja vielleicht ganz praktisch, wenn man den Automatik- oder Manuellmodus-Schalter und auch die Sensoren einfach auch mal rausziehen kann. Zumindest für die Installation wäre das ja praktisch, wenn man dann nicht die ganze Zeit die Kabel dranhängen hat. Leider habe ich aber Buchsen erwischt, die wirklich so hundsmiserabel verarbeitet sind, dass das immer wieder einen Wackelkontakt ausgibt. Wenn man jetzt ein bisschen am Stecker wackelt, dann geht's irgendwann, aber so will ich das auf jeden Fall nicht einbauen. Da werde ich mir was anderes überlegen. Für dieses Video ist das jetzt der Zustand, in dem ich das abschließe. Im nächsten baue ich das Ganze dann ein und dann sehen wir es auch hoffentlich in Aktion. Und ich werde dann mal versuchen zu messen, ob denn die Luftfeuchtigkeit im Raum tatsächlich runtergeht. Bis nächste Woche. Ciao.